Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Dann darf ich begrüßen zur letzten Pressekonferenz des Jahres vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag. Hier oben begrüße ich Daniel Thun, unseren Cheftrainer, und Kevin Friesenbichler. Daniel, nutzen wir die Gelegenheit, doch einmal ein kurzes Fazit zu ziehen nach der Hinrunde. Wie fällt es für dich persönlich aus als Trainer? Ja, kurz wird mir wahrscheinlich schwerfallen. Also ist ja doch schon sehr bewegend gewesen vom ersten Spieltag an. Jetzt vor dem ersten Spieltag der Rückrunde beginnt mit Heidenheim, jetzt abschließend das Jahr mit Heidenheim. Ich glaube, in den 6 Monaten oder in den 5 Monaten ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass diese zweite Liga eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Gleich am ersten Spieltag 70 Minuten auf Augenhöhe Fußball gespielt und dann doch aufgrund der individuellen Qualität das Spiel verloren. Dann sind wir aber doch so ein bisschen angekommen. Tolle Spiele gehabt, glaube ich, mit Darmstadt. Der erste Sieg in Sandhausen, dann Karlsruhe zu Hause. Da waren wir so im Flow drin, sind aber dann auch wieder geerdet worden, als wir dann doch schnell gesehen haben, dass es auswärts sehr schwierig ist, in Aue zu bestehen. Auch dann vielleicht gegen einen Konkurrenten dann in Wiesbaden nicht so funktioniert haben, wie wir es uns gewünscht haben. Ja, und dann kamen, glaube ich, die wahrscheinlich besten Wochen des Jahres oder die besten Wochen dieser Saison bisher, wo wir gegen die großen Mannschaften spielen durften, auf die wir uns so sehr gefreut haben, wo wir sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben, viele Punkte eingesammelt haben. Und ich glaube, krönend der Abschluss dann wirklich mit dem letzten Heimspiel gegen Dresden und Tabellenplatz 5. Etwas, was vielleicht sich die wenigsten gewünscht hätten, weil sie damit nicht gerechnet haben. Aber ich glaube, wir sind alle sehr, sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung und noch nicht fertig. Und deswegen wartet jetzt Heidenheim, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt auf uns. Perfekte Überleitung. Kevin, das Spiel am Sonntag, das Hinspiel habt ihr, Trainer hat es gesagt, relativ unglücklich verloren gegen eine clevere Mannschaft. Was nehmt ihr euch vor jetzt gegen Heidenheim, auch vor dem Hintergrund des Hinspiels, aber auch, weil es das letzte Spiel des Jahres ist, bevor es dann auch in den verdienten Urlaub geht? Ja, also ich denke mal, dass wir als Ziel haben, da oben zu bleiben. Also ich will jetzt nicht wieder weiter runtergehen. Ich denke, da spreche ich für die Mannschaft. Also, dass Heidenheim eine gute Mannschaft ist, brauchen wir nicht rumreden. Haben jetzt, glaube ich, 8 Spiele oder so nicht verloren. Letzte Woche ein gutes Spiel gegen Bielefeld gezeigt. So, wir wissen, was auf uns zukommt. Zum Hinspiel, denke, wie der Trainer schon gesagt hat, 70 Minuten relativ gut mitgehalten. Aber dann sieht man halt schon, oder dann hat man das erste Mal so gesehen, ja, was in der zweiten Liga passieren kann, wenn man im Moment nicht so aufmerksam ist, wie wir uns wünschen. Oder wenn man halt eine gelb-rote Karte bekommt, was uns dann auch nicht so mit reingespielt hat. Aber ich denke, nichtsdestotrotz haben wir auch kein so schlechtes Spiel gegen Heidenheim gezeigt. Und ich denke, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr zusammengewachsen sind, alle ein bisschen mehr einander kennengelernt haben. Und deshalb fahre ich da guter Dinge nach Heidenheim am Sonntag. Bevor wir in die Fragerunde starten, Daniel, der Blick aufs Personal. Ja, wir haben ja gesagt, dass Nils Körber ausfallen wird bis zum Jahresende, aber auch so, dass ja die Schmerzen deutlich weniger wieder geworden sind. Also da ist schon von auszugehen, dass er mit Aufnahme des Trainings im Januar auch voll einsatzfähig ist. Und dann ist das Rennen offen. Lukas Gugannig fällt bis zum nächsten Jahr aus. Konstantin Engel ist jetzt nach der letzten Woche auch jetzt komplett im Mannschaftstraining, auch entsprechend gesund geschrieben, beziehungsweise die Krankmeldung ist ausgelaufen, möglicherweise dann auch oder was heißt möglicherweise, könnte optional natürlich auch einen Kaderplatz einnehmen, wenn man so weit denken möchte, das wäre jetzt möglich. Etienne Amenido fällt auch weiterhin aus. Thomas Konrad, kleine OP gehabt, aber weniger dann fußballspezifisch betreffend. Also er wird jetzt auch bis in die Winterpause reingehen und dann aus der Winterpause dann ganz normal mit uns starten. Sebastian Klaas weiterhin die muskulären Probleme. Simon Hauburg ist ja auch bekannt. Felix Agu ist wieder ins Training eingestiegen und wird aller Voraussicht nach dann auch mit nach Heidenheim fahren. Und Markus Alvarez ist aktuell immer noch im Individualtraining. Das bedeutet, er hat mit der Mannschaft die letzten Tage nicht trainiert. Wir erwarten ihn morgen zurück und dann werden wir weiterhin sehen, wie es dann zum Wochenende mit einer Kadernominierung aussehen wird. Soweit bisher. Wenn Fragen sind, dann gerne jetzt. Ja, Herr Thun, Sie haben es gerade schon gesagt, Heidenheim, 4. gegen 5. jetzt gleiche Tabellenposition, mehr oder weniger, beide 7 Spiele gewonnen. Heidenheim hat einen Unentschieden mehr, gleich viele Tore geschossen, Osnabrück hat 1 weniger kassiert, also viel mehr ausgeglichen geht eigentlich nicht.
Können wir das auch auf dem Platz erwarten am Sonntag? Ja, das bleibt abzuwarten. Zumindest hat Heidenheim sich so entwickelt, wie wir es alle erwartet haben. Und auch, das habe ich zu Beginn der Saison gesagt oder auch vor der Pressekonferenz zum Heidenheim-Spiel, das ist eine Mannschaft, die über viele Jahre gewachsen ist. Der Anspruch wird sicherlich sein, einen Platz in der Spitzengruppe einzunehmen. Und ja, diesem Wunsch oder diese Idee, die sie hatten, sind sie ja dann auch nachgekommen. Es hat ein bisschen gedauert, zwischendurch auch ein bisschen gestolpert. Aber gerade in den letzten Wochen sieht man einfach auch, ja, wer gegen HSV kein Tor kassiert, wer gegen Bielefeld kein Tor kassiert, der hat schon eine gewisse Stabilität. Und vieles ist gleich. Wahrscheinlich auch gar nicht so überraschend, dass sie auf diesem vierten Tabellenplatz stehen. Und ihnen ist sicherlich auch mehr zuzutrauen. Ich glaube, überraschender ist einfach, dass es wirklich fast ein Duell auf Augenhöhe ist, was zumindest die aktuelle Platzierung betrifft. Und da wollen wir, das, was Kevin ja auch sagte, diese 70 Minuten im Hinspiel waren gut, aber wir haben halt einfach auch gesehen, wie hoch die individuelle Qualität ist. Und da war ein Marc Schnatterer da, der das Ding vors Tor schlägt, ein Timo Beermann mit dem gezielten Ball auf dem Leipatz. Also das ist was, wo wir jetzt sehen können, wie weit jetzt noch die Schere auseinandergeht. Und deswegen freuen wir uns so unheimlich auf die Partie. Aber um das Ganze auch zu relativieren, also wenn wir da nochmal was rausnehmen aus diesem Spiel, dann ist es sicherlich die Kerze oder vielmehr die Kirsche auf der Sahnetorte, wäre on top, was ganz Fantastisches, da arbeiten die Jungs dran. Aber selbst wenn das vielleicht vom Ergebnis her nicht so läuft, wie wir uns das wünschen würden, wird es die Stimmung sicherlich nicht so weit runterbringen, dass wir kein tolles Weihnachtsfest haben werden. Ja, Hinspiel 3-1 verloren letztendlich, 89. Minute stand es noch 1-1, sogar ja das Führungstor geschossen. Damals schien Heidenheim einfach dann letztendlich ein bisschen erfahrener, reifer, vielleicht ein bisschen cleverer gewesen zu sein dann in der Schlussphase. Ist es jetzt so der Zeitpunkt, Anfang der Rückrunde, dass der VfL zeigen kann, erstmal so richtig, wie weit er in der Entwicklung in den Liga 2 gekommen ist? Ja, ich glaube, die Heidenheim wussten am ersten Spieltag auch nicht so ganz, wo sie stehen. Klar war einfach nur, dass dieser Kader eine unfassbare Breite einfach auch hat. Wenn man sieht, gerade Timo Beermann ja in Osnabrück bekannt, seit vielen Wochen nicht auf dem Platz. Also wenn man den im Kader stehen hat und dann vielleicht auch nicht spielen, dann zeigt das, wie gut sie aufgestellt sind. Was sich verändert hat zum Hinspiel, Tim Kleindienst vorne in der Box, den haben sie noch dazu gewonnen. Sie haben ein bisschen was abgegeben. Also sie haben so ein paar Veränderungen. Und da gilt es natürlich dann, oder da geht es natürlich dann darum, jetzt zu sehen, wirklich, wie nah sind wir dran, aber das zeigt ja nur, dass unsere Entwicklung in den letzten Monaten auch nicht so schlecht war, wenn wir aktuell einen Platz hinter Heidenheim stehen. Nochmal gestolpert sind wir über die Qualität des Gegners, der brutal ausgenutzt hat, dass wir nur noch zu zehnt waren und in den Momenten einfach diese Qualität eingebracht hat. Und vielleicht wäre es gar nicht so unverdient gewesen, auch mit einem Punkt aus diesem Spiel zu gehen. Dann würden wir jetzt Vierter gegen Fünfter spielen oder der Vierte wäre dann der VfL Osnabrück. Ja, Heidenheim spielt mittlerweile seit 5 Jahren in der zweiten Liga. Der Trainer Frank Schmidt ist seit 12 Jahren da, zusammen mit Holger Sandwald. Inwiefern ist der Trainer ein Vorbild für Sie und die ganze Mannschaft für den VfL Osnabrück? Ich glaube, also vielleicht die Mannschaft nicht jetzt als Vorbild zu nehmen, das wäre vielleicht ein bisschen ungerecht. Also ich glaube, die Entwicklung in Heidenheim, ich durfte es ja auch vor 10 Jahren sehen, als sie dann Drittligist waren, jetzt sind sie ein absolut gestandener Zweitligist, der irgendwo auf dem Sprung vielleicht auch mal nach ganz oben ist. Ich glaube, da können sich viele Zweitligisten eine Scheibe von abschneiden und insbesondere wir auch. Sicherlich ist die wirtschaftliche Power, die dahinter sitzt, noch ein bisschen größer oder deutlich größer als in Osnabrück. Aber was abgucken können, ist einfach diese Entwicklung. Und da ist es gar nicht, dass es so eine Vorbildfunktion für uns einnimmt. Ich schätze Frank Schmidt, also wenn man so lange in einem Verein wirkt und so viel erreicht hat, dann hat man nicht ganz so viel falsch gemacht. Ich habe ihn auch gerne mal zitiert, was so seine Arbeitsbereitschaft betrifft. Davon kann man sich vieles, kann man viel von mitnehmen. Aber letztendlich wollen wir unseren eigenen Weg gehen. Und wenn er dann irgendwann mal in 7, 8 Jahren da endet, wo aktuell die Heidenheimer sind, ich glaube, dann hat der VfL Osnabrück sehr viel richtig gemacht. Herr Friesenmichler, Sie sind jetzt ja ein halbes Jahr in Osnabrück, sind aus Österreich gekommen, Ihre Heimat, haben leider jetzt noch kein Tor für den VfL geschossen. Anfang bis Mitte der Saison wurden Sie 3-mal eingewechselt, dann gegen Hannover erstes Mal Startelf, jetzt das erste Spiel gegen Dresden durchgespielt, zwischendurch noch verletzt gewesen. Wie sehr ärgert Sie, dass Sie bisher noch nicht getroffen haben, dass der Keeper letztes Spiel dann doch so gut noch gehalten hatte bei dem einen Schuss? Und wie bewerten Sie an sich dieses erste Halbjahr in Osnabrück? Ja, natürlich ärgert es mich als Stürmer, dass ich noch nicht getroffen habe, das ist ganz klar. Aber ich denke, dass da auch anfangs die Zeit etwas schwieriger war, weil ich mich anpassen musste an das Ganze hier. Auch noch nie in Deutschland in der zweiten Liga gespielt habe. Das war, denke ich, für den Anfang. Dann mittendrin, wenn ich jetzt das Hannover-Spiel hernehme, war es eigentlich relativ okay.
Bis dahin habe ich mich auch viel, viel fitter gefühlt wie anfangs. Dann kam leider die Verletzung dazwischen, das, was mich eigentlich noch ein bisschen mehr nervt wie alles andere. Aber damit muss man umgehen und ich bin jetzt aber wieder sehr froh, dass ich dabei sein kann, dass ich keine Probleme mehr habe und dass ich einfach der Mannschaft helfen will jetzt. Und ja, ich hoffe, dass dann auch so schnell wie möglich das Tor wieder kommt. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, euch beiden hier oben natürlich auch und den einen oder anderen sehen wir vielleicht am Sonntag in Heidenheim. Danke. Dankeschön. Thank you.